Es dunkelte schon leicht in Großdüben, als am Freitagabend immer mehr Feuerwehren am Sportplatz am Jasor eintrafen. Großdüben hatte für 18 Uhr zum Verwaltungspokal des Kirchspiels Schleife eingeladen. Messen wollte man sich hier in der Disziplin Löschangriff. Erstmal gab es ein paar einleitende Worte von Wehrleiter Mario Sonnert und Bürgermeister Sebastian Bertko. Der Behälter ist randvoll mit Wasser gefüllt. Die TS, also die Pumpe, betriebsbereit. Alles kommt an seinen Platz und wird nochmal gecheckt. Und dann kann es auch schon losgehen. Und dann heißt es auch schon Wassermarsch. Sobald beide Angriffsmannschaften vorn sind und die Behälter gefüllt haben, wird die Zeit gestoppt. Nach jeweils zwei Durchläufen holen sich die Trebendorfer Männer den Sieg. Da bei den Frauen nur eine Mannschaft antritt und auch diese aus Trebendorf kommt, holt sich der Ort also den Sieg auf ganzer Linie. Auch diese alte, aber auf Hochglanz polierte TS kommt noch zum Einsatz. Großdüben und Trebendorf treten zusätzlich mit ihr an und wer siegt hier wohl? Genau. Am Ende hatten alle ihren Spaß und freuen sich sicher schon auf die nächste Auflage des Kirchspielpokals.